mit dem mittleren Teil an, also mit den mittellangen Büscheln. Nehmen wir mal einen heißgeliebten Duo-Kleber. So, ich mir das drauf und warte gefühlte 1000 Jahre darauf, bis er angetrocknet ist, sonst hält er nämlich nicht an den Wimpern. So, ich habe meine beiden Augen jetzt beklebt. Ihr könnt es euch angucken, das Ergebnis. Ich finde das ziemlich ansehnlich. Jetzt wird es endlich Zeit für die Sterne und so weiter. Bevor ich mit denen anfange, nehme ich etwas Schimmerpuder. Und mache mir ein bisschen Schimmer auf die Wangen. Damit es im imaginären Disco-Licht. Ja, wie ihr vielleicht seht, sind die Sterne, der Stern hier verschwunden. Ich habe irgendwie im Endeffekt doch beschlossen, dass er doof ist. Dafür ist hier einer dazugekommen. Und jetzt kümmere ich mich endlich auch um die Sterne. Oder das, was von ihnen übrig geblieben ist, wie man sieht, haben sie sich ziemlich verabschiedet. Ich nehme etwas Eyeshadow Base, damit das, was ich mit denen anstelle, auch etwas länger haltbar ist. Und tupfe das grob in die Sternform. Und jetzt nehme ich einen Liquid Eyeliner und zeichne jetzt die Sternform richtig nah. Das wird jetzt kritisch. So, und hier ist mein genauer Plan. Die Sterne werden schwarz bzw. dunkelgrau und silbern sein und glittern. Aber bevor ich mit dem Glitzer loslege, nehme ich ganz normalen Lidschatten als Basis, um den Stern auszufüllen. Der große wird schwarz. Die anderen beiden Sterne sollen silbern werden, deswegen nehme ich einen Grau-Silberton als Grundlage. Jetzt wird es endlich glitzerig. Zuerst dachte ich, ich würde aus der Essence Moonlight Collection die Glitzer benutzen, die beiden hier. Aber dann habe ich sie ein bisschen ausprobiert und habe beschlossen, dass mir der Glitzer etwas zu fein ist. Also er sieht wunderschön aus und funkelt wunderschön. Nur ich dachte, für ein Party-Make-up brauche ich etwas gröberen und auffälligeren Glitzer. Deswegen werde ich diese Glitterliner benutzen. Die sind auch beide von Essence. Und die haben einfach viel größere Glitzerpartikel. Und dadurch
sieht man viel mehr nach einer Disco-Kugel aus. Deswegen nehme ich jetzt den hellen Silberton und der kommt über die. So, das war vielleicht eine Arbeit. Jetzt glitzere ich aber wie eine Disco-Kugel. Und damit mein wunderschönes Augen-Make-up nicht so ganz untergeht, nehme ich ein bisschen von diesem Essence Eyeshadow Top Coat. Und davon kommt ein bisschen ins inneren Augenwinkel. Aber nicht zu viel, weil die Sterne glitzern. So, wenn ich weggehe und Party mache, dann benutze ich nie Lippenstift oder so oder mache mir irgendwas Aufwendiges mit den Lippen, weil im Gegensatz zu meinem Augen-Make-up, das immer die Nacht durchhält ohne Probleme, bleibt das Lippenzeug eh nie lange genug da, vor allem wenn man was trinkt und so weiter und man hat eh nicht den Nerv, das nachzuschminken, deswegen benutze ich, wenn ich Party mache, nur Lipgloss, zum Beispiel diesem hier. Vor allem ist das Augen-Make-up diesmal auffällig genug, sodass man auch kein großartiges Lippen-Make-up braucht. Ich habe jetzt auch die passenden Ohrringe dazu gefunden und bin eigentlich ready to party. Wenn jetzt irgendwer von euch Spießern sagt, ich würde aber nicht mit riesigen Sternen im Gesicht Party machen gehen. Tja, dann Pech. Ich würde es tun. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Heute ist leider Sonntag und ich muss morgen zur Schule, deswegen werde ich ganz sicher nicht Party machen gehen. Aber ich finde, der Look ist ziemlich partytauglich, wenn man sich traut. Ich bin natürlich gespannt darauf, was Miss Elch diesmal gezaubert hat und wer diesmal gewinnt. Das entscheidet wie immer ihr. Ihr sollt nämlich voten, wen ihr von uns besser findet, und zwar entweder in meinem Blog oder im Blog von Miss Elch. Und nicht auf YouTube und nicht noch irgendwo und nicht per Gedankenübertragung und überhaupt, weil die Stimmen zählen wir nicht. Wir zählen nur die Stimmen in den Kommentaren in unseren Blogs. Ja, und natürlich dürft ihr auch wie immer bis zum nächsten Sonntag euch bemühen und euch eigene Party-Styles überlegen und sie bei uns einsenden. Und wir suchen uns dann aus, wer von euch beiden gewonnen hat. Beiden? Von euch beiden? Also von euch allen. Denn hoffentlich schickt ihr uns 1000 Einsendungen ein. Und denkt dran, Party! Party! Ist es vielleicht auch cool. Also, schickt uns eure Einsendung und benutzt unsere Videos toll und empfehlt uns weiter, weil ihr uns alle so lieb habt und kommentiert fleißig in unseren Blogs und helft uns auf dem Weg zur Weltherrschaft.